Nun versucht jetzt gezielt ein Rad angeregt, hinten längs. Wir fangen hier mit kleinen Frequenzen und großen Amplituden an. Die Frequenzen erhöhen sich bis 30 Hertz. Die Amplituden werden immer kleiner. Das ist ein sogenanntes energiekonstantes Signal. Das heißt, die herangesteckte Energie wird in etwa konstant gehalten. Bei niedrigen Frequenzen sehen wir wieder die Schwingung der Gesamtkarosserie, die Resonanz der Gesamtkarosserie. Hier tritt Wanken auf in diesem Zustand. Die Wankeigenfrequenz setzt nach. Die Karosserie ist wieder in Ruhe. Und jetzt fangen dann bei höheren Frequenzen einzelne Bauteile anzuschwingen. Kann man sehr gut an dem Auspuff erkennen, der jetzt anfängt, Horizontalschwingungen auszuführen. Das ist eine Eigenfrequenz der Auspuffanlage. Die Horizontalschwingungen lassen nach. Jetzt fängt der Auspuff an, Vertikalschwingungen auszuführen. Eine andere Auspuff-Eigenfrequenz. Jetzt. Deutlich zu erkennen. Die Vertikalschwingungen lassen wieder nach. Die Auspuff-Eigenfrequenzen sind durchfahren.